Du bist die Welle. Gott ist das Meer. Das Wasser ist dasselbe. Du bist ungeteilt von Gott, ungetrennt, eins, wesensgleich, gleiche Natur. Die Welle unterscheidet sich vom Meer nicht durch das Wasser ist dasselbe. Es unterscheidet sich nur in seiner Ausdrucksform. Und die Welle sagt auch nicht zu mir, Meer, bitte zeige mir, wo ist das Meer? Und das Meer antwortet nur, du bist mittendrin. Du bist eins mit dem Meer. Aber doch individuell. Du bist der Baum, Gott ist der Wald. Du und Gott, ihr habt dieselbe Natur. Dasselbe Wesen. Du und Gott, ihr seid eins. Du bist nicht der ganze Gott, aber ein individueller Ausdruck von Gott. Du bist wie ein kleines Stück des Hologramms, in dem das ganze Bild sichtbar ist. Warum hast du dies vergessen? Warum kannst du dich nicht daran erinnern? Gut, es ist wahr, dass durch die Inkarnation du einen großen Teil deines Wissens vergessen hast, ja? Aber deine Seele weiß es noch. Nur hörst du eben nicht mehr auf deine Seele, auf deinen Geist. Du bist abgelenkt. Du wirst abgelenkt durch die Matrix, durch die Erziehung, durch Religion, Kirchen, durch die Gesellschaft, durch die Medien, durch die Medizin. All diese Institutionen und Systeme lenken dich ab, auf deine wahre Größe zu schauen. Überall, wo du hinschaust, im Fernsehen, wirst du einfach nur unten gehalten. Die Unterhaltung. Du wirst abgelenkt, du wirst manipuliert. Du wirst so beschäftigt mit Platsch und Tratsch, mit Unterhaltung und Nachrichten, die eh nachgerichtet sind, um dir das glauben zu machen, was diese Systeme wollen. Und du glaubst daran. Du glaubst an diese Tragödien, an diese Dramas. Und du gibst deine ganze Energie da rein und vergisst, wer du eigentlich bist. Du sprichst, tratscht und klatscht über andere Menschen, über andere Schicksale, was du im Fernsehen gehört hast oder in der Zeitung gelesen hast und regst dich auf und rebellierst. Aber weißt du, wer du bist? Deine Rolle in diesem ganzen Spiel? Du wirst abgelenkt, damit du nicht auf dich schaust. Es gibt zwei große Institutionen, Wissenschaft und Religion, Kirche, die dich ablenken, im ganz großen Stil von deiner wahren Wesenheit. Die Wissenschaft sagt dir, du bist ein Zufallsprodukt, das Leben ist zufällig entstanden. Und die Wissenschaft sagt auch, dass die Materie das einzige Beweisbare ist, die einzige Realität, die man sieht, hört, schmeckt, riecht und beweisen kann. Auch die Religion sagt dir,
Die Schöpfung ist aus dem Nichts geworden. Du bist also ein Nichts. Und Religion sagt dir auch, dass Geist das Wichtigste ist. Die Materie kann verleugnet werden. Auf diese Art und Weise deformieren Wissenschaft und Religion deine wahre Wesensnatur, die wahre Natur des Menschen. Und verleugnen seine Selbstermächtigung. Du bist nicht zufällig hier. Du bist nicht aus dem Nichts entstanden. Du bist alles. Du bist nicht zufällig. Du bist kein Zufall. Du bist bewusst, gewollt hier. Du hast dich selber hierher geschaffen. Und du bist nicht ausgesetzt den Launen der Natur oder des Schicksals. Du hast dein Leben selber in der Hand. Du lenkst und steuerst deine Realität. Es gibt keine Trennung zwischen der Welle und dem Meer, zwischen dir und Gott. Teile und herrsche ist das Grundprinzip eines jeglichen Kontrollsystems. Und dann resultiert daraus die Schuld. Ich bin klein, ich bin schuldig, habe ich es verschuldet, dass wir getrennt sind? Und daraus erwächst die Illusion des Verdienstes. Ich muss mir wieder die Rückkehr zu Gott verdienen. Ich muss mir wieder die verlorene Liebe zurückgewinnen, zurückverdienen. Trennung, Schuld, Verdienst. Diese drei Grundprinzipien der Manipulation. Und all das sind künstliche Probleme, die die Matrix, die Kirche, Religion und Gesellschaft dir aufdrängt, aufbürdet, um dich beschäftigt zu halten, damit du dich ja nicht daran erinnerst, wer du wirklich bist, damit du ja nicht auf die Idee kommst, du und Gott, ihr seid eins.